Sorry, dass ich jetzt ausfällig werde, aber ich kann das nicht verstehen. Ich habe das doch alles super schön ausgeschildert hier. Ach, dann eben nicht. Dann gibt's hier noch was Leckeres zu essen. Pizza-Portionen. Nur für euch, hungrige Zombies. Ja, direkt hier am Parkeingang nochmal. So, da gibt's leckere Pizza. Leider auch etwas teurer als sonst. So ist das im Yakinator Park. Wie geht's meinen Leuten? Die gehen und gehen und gehen. Hm, haben die nichts anderes zu tun als gehen? So, 37.266 Euro haben wir noch. 276. Noch jemand ist reingekommen. Und hier steht schon jemand an. Beim Rummelplatze. Wunderbar, wunderbar. So muss das sein. Hier stehen sie an bei Legolas Wirbel. Also Legolas, dein Wirbel, deine Wirbelhölle ist wirklich beeindruckend. 16 Fahrgäste, Fassungsvermögen. Aha. Mal sehen. Rotationsmodus. Todesmodus gibt es leider nicht. Mindestwartezeit 10 Sekunden. Na gut. 99% Zuverlässigkeit. Aha. Musikwiedergabe. Ach, hier können wir noch andere Musikwiedergaben machen. Aber es gibt nur eine Musikwiedergabe. Und das ist diese. Nervenkitzelwert. Niedrig. Eintrittspreis müssen wir leider kostenlos machen. Na gut. Okay, was denken denn die Besucher? Noch nichts, ich will etwas Spannenderes als... Was? Oh, Corina. Wo ist Corina T? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich bin nicht hungrig. Ich will etwas Spannenderes als Legolas Wirbelhölle. Es gibt doch nichts Spannenderes als... Also... Corina, wo bist du? Da ist die Corina. So, und Corina, du gehst jetzt mal ab nach... Ab hier. Zack. Ab zu Legolas Wirbelhölle. Wirst du schon sehen, was du davon hast. So, und jetzt kriege ich wirklich einen anderen Anruf nochmal. Und jetzt muss ich mal wirklich ganz kurz Stopp machen. Ach, verdammt. Wow, und ich wurde aufgehalten. Sorry. So, und weiter geht's im Programm. So, unser kleiner Park floriert jetzt schon wahnsinnig. Ich bin regelrecht begeistert, muss ich hier mal sagen. Ach, oh, hatte ich doch jetzt glatt meinen Kopfhörer falsch rum auf. So, okay. Tja, ich würde mal sagen, Legolas Wirbelhölle ist ja schon ganz schön krass, aber da müssen wir uns noch was Besseres einfallen lassen. Etwas Aufregenderes. Für die Leute, die wirklich aufregendere Sachen haben wollen. Und deswegen werde ich jetzt eine Achterbahn hier hinklatschen, dass es sich gewaschen hat. So, und zwar werde ich das hier so machen, dass ich hier erstmal die Zeit stoppe ein bisschen. Eine Schraubenachterbahn durch Schrauben und Schleifen. Was ist das? Eine Mini-Achterbahn. Aha, gemäßigte Gefälle, Kinderachterbahn, rotierend wilde Maus. Ach nee, eine Looping-Achterbahn. Eieiei, die Looping-Achterbahn, die gefällt mir immer besonders. Aha. Ja, ich versuche es dann einfach mal mit der Looping-Achterbahn. Hallo? Ah, ich versuch... Ach, jetzt müssen wir natürlich wieder den Pausemodus beenden. Ich denke hier schon, hier stürzt wieder was ab. Kann ja wohl nicht wahr sein. So, und vielleicht kann sich der Typ jetzt endlich mal was zu essen kaufen, anstatt hier dauernd Hunger zu haben. Was ist denn das? Vor dem... Ich will doch nicht das Spiel beenden. Worauf habe ich jetzt geklickt? Ach, wahrscheinlich ganz links oben auf den Dingsbums. Und deswegen... Looping-Achterbahn. Und die will ich jetzt bauen. Nach eigenem Entwurf bauen oder bauen wir uns hier so eine sauteure Custom-Achterbahn hin? Ach, ja, Yakinator. Da bin ich am Überlegen. Ich glaube, wir bauen die mal nach eigenem Entwurf. Ein kleines bisschen Ahnung habe ich davon schon. Aber nur ein kleines bisschen. So, ich überlege gerade, wie ich das am besten hinkriege. Ach, ich glaube, ich werde den Einstieg mal hier so parallel machen. Dann geht die... Dann macht die sich, ja, dann machen wir das so. Haha, das wird gut. Das wird gut, Leute. Okay, dann bauen wir jetzt. Also wir müssen, wie gesagt, wir fangen hier an und müssen hier eigentlich bloß raufklicken. Wir machen eine schön lange Station. Aber hier biegen wir jetzt ab. Und... Das geht jetzt nicht. Da müssen wir das hier erstmal wegbeamen.
So, das geht auch nicht, aber so können wir es machen. Ja, ihr werdet sehen, wie das dann wird. So, erstmal das Ding dahin. Aha. Und mit der Kette geht es ganz nach oben. Das ist sozusagen der Anfang. Aha, da. Ach so, und hier geht es ja weiter. Will ich ja eigentlich nicht. Ach, Konstruktion während des Pausemodus nicht möglich. Was willst du denn? Okay, dann machen wir es erstmal so. Dann machen wir es jetzt ganz toll. La la la. Ganz nach oben. Ja, und dann sozusagen hier so ein kleines bisschen. So. Genau, und dann können wir hier nämlich daran anschließend direkt eine kleine Kurve machen. Oder eine ganz kleine. Und wie will ich das jetzt hinkriegen? Ganz kleine Kurve, vielleicht ein kleines bisschen nach oben. Spirale nach oben klein. Oder Spirale nach unten lieber. Nee, weiß ich nicht. Ah, nach unten eher, ne? Spirale nach unten klein, würde ich mal sagen. Spirale nach unten klein. Hört sich gut an. Und Spirale nach unten klein. Und dann geht's hier runter und jetzt haben wir hier unsere erste tolle Neigung. Ja, genau. Wir nehmen keine Rücksicht auf unsere Zuschauer und Leute hier. Dann als nächstes so und dann können wir, glaube ich, schon so machen. Und jetzt speziell können wir den Looping schon machen. Nee, können wir noch nicht. Da müssen wir jetzt erstmal wieder einen nach oben gehen. Und jetzt können wir die vertikale Schleife links oder rechts machen. Ich entscheide mich für die vertikale Schleife nach rechts. So, da haben wir dann dort noch ein bisschen Platz. Und der Weg wird genau hier zwischen diesen Schleifen hindurchführen. Das ist ja fantastisch. So, und jetzt wollen wir es natürlich nicht übertreiben. Die Leute sollen natürlich auch ein bisschen Spaß haben hier. Ich hoffe, das wird nicht zu krass. Das kann nämlich ganz schnell passieren, dass es hier mal ein kleines bisschen zu krass wird alles. Aha. Geht das noch? Nee, das geht nicht. Müssen wir das mal bulldozen. Och, und wisst ihr was? Dann mache ich das einfach so. Dann bulldoze ich das hier auch mal. Ja, wir können ja gleich mal zwei Loopings machen. Manometer, die werden sich aber freuen. Vertikale Schleife nochmal andersrum. Ja, und dann geht's so lang. Und man muss immer ein bisschen vorsichtig sein, dass die Leute nicht praktisch, dass man die Leute nicht zu sehr beansprucht. Das sind ja auch nur Menschen. Wie im wahrsten Sinne des Wortes sind das auch nur Menschen. Und deswegen immer schön großflächig die Kurven und schön nach innen geneigt meistens. Ich werde mal gucken. So, vielleicht können wir die dann trotzdem noch ein bisschen schocken oder überraschen. Wahrscheinlich bin ich jetzt auch viel zu schnell erstmal. Und jetzt kommt das Ding, was ich hier irgendwie mal versuchen will. Nämlich hier durch diese Schleife durch. Da bin ich mal gespannt, wie das so funktioniert oder ob das so funktioniert. Aha. Komm, Yakinator, du schaffst es. 13,8. Jawoll. Ah, ist das schön. So, jetzt wieder am Weg vorbei. Jetzt lege ich mich wieder in die Kurve. Und jetzt eine Spirale nach unten. Wäre eigentlich mal gar nicht so schlecht. Aha. So, dann nochmal, wird sich hier nochmal reingelegt. Dann hier eine Minispirale nach unten. Ja, so wird das gut. Aha. Ich hoffe, das reicht dann auch noch für ein Looping. Oder warte mal. Halt, nein. Wir machen das mal ein bisschen anders. Wir versuchen mal hier noch eine Schraube anzuhängen.
Achso, hier die vertikale Schleife könnten wir theoretisch. Das ist wie so ein kleines Puzzleteil. Von 13,5 Meter auf 9 Meter haben wir es hier. Bin ich mal sehr gespannt, ob das klappt. Hier haben wir wieder die 12 Meter. Ja, jetzt wird es schon ein kleines bisschen unübersichtlich. Ich versuche mich ja trotzdem nur so ein kleines bisschen weiterzubauen. So zum Beispiel. Ach, und das klappt ja sogar noch. Mensch, Akinator! Deine alten Baufähigkeiten haben dich nicht im Stich gelassen, würde ich jetzt mal so krass behaupten. So, dann geht's hier nach unten. Hui! Und vielleicht schaffen wir dann sogar noch einen kleinen Looping, wer weiß. Dann wäre natürlich die Freude ultra groß. Achso, da werde ich mal lieber hier, na, ihr wisst schon. Ne, ihr wisst nicht. Sowas machen. Ach ne, kann ich leider nicht. Und die tolle Musik im Hintergrund erfreut euer Gehör wahrscheinlich. Total. Ja, und so weiter und so fort. So, jetzt geht's dann hier weiter. Und wie gesagt, vielleicht kriegen wir das sogar noch hin, dass das hier funktioniert mit dem Looping. Und dann überlege ich mir schon mal, ob man hier direkt anschließen kann irgendwie. Ich glaube, ich gehe mal nach rechts. Dann müssen wir es Nein, keine S-Kurve. Halt, stopp. Stopp, stopp. Das wollte ich doch gar nicht. Ich will doch ein Looping. Achso, dann müssen wir hier erstmal wahrscheinlich so jetzt den machen. Und jetzt können wir die nach rechts die Schleife wieder... Und jetzt so. Und dann legt sich Akinator derweise ein kleines bisschen die Kurve rein. Und kriegt sie dann hoffentlich auch noch. Und theoretisch, aber nur theoretisch, müssten wir jetzt hier demnächst vorne rauskommen. Dann weiß ich zwar nicht mehr... Ah, ich glaube, ich werde das so machen. Dann werde ich hier noch so eine Brücke rüberschlagen und so. Und dann wird der Weg da praktisch unter dieser Achterbahn hin entlang führen. Und dann werden wir noch Bäume pflanzen und so. Und dann sieht das alles schon ganz lustig aus. Die einzige Frage, die jetzt noch bleibt, ist, funktioniert das alles? Da bin ich mir nämlich nicht so hundertprozentig sicher. So, ich mache hier nochmal so einen kleinen Berg. Hm, geht auch nicht. Aus irgendwelchen Gründen auch immer. Na gut, dann mache ich hier noch einen Mini-Berg. So. Und jetzt haben wir gleich den Anschluss. Perfekto. Super, unsere Achterbahn ist praktisch fertig. 26.000, 20 Besucher gibt's. Nicht schlecht. Na gut, ist eigentlich relativ schlecht. So, Eingang. Wo machen wir den Eingang hin? Ich glaube, den machen wir mal hier hin irgendwo. Ja doch, und die Wege können wir dann noch verlegen irgendwo hin. Ja, bin ich mal sehr gespannt, ob das hier alles klappt, so wie ich mir das vorgestellt habe. Ich schätze mal, es klappt nicht. Und deswegen probieren wir es trotzdem einfach mal aus. Und wenn es dann nicht klappt, dann klappt es halt nicht. So. Wie war denn das? Achso, wenn ich jetzt hier so einen Weg bauen möchte, dann muss ich ja einfach... Ach, ich baue mal so einen Weg. Das ist ja der Eingang. Und deswegen können wir hier richtig dolle protzen und klotzen. Hallo? Ach so, jetzt geht's. Jetzt können wir nämlich hier auch uns mit der Neigung beschäftigen. Beziehungsweise mit der Steigung. So. Machen wir das mal so, genau. Ja, hier können wir noch nicht runter. Ach, das ist natürlich doof. Dann müssen wir das so machen.
Halt wie beim Achterbahnbau so ein bisschen. So, und jetzt sind wir endlich angekommen. Und ich hoffe, dass es auch gerechtfertigt ist, hier so eine lange Warteschlange zu bauen. So. Ich habe mir ja ganz viel Mühe gegeben hierbei. Und okay, das mit dem Weg wird jetzt natürlich nicht so stattfinden. Ach, Mist, das wollte ich doch gar nicht. Hilfe! Nee, das kommt jetzt wieder weg. Das wird wieder weggebulldozert. So, also wie gesagt, hier kommt der Weg hin. Den habe ich jetzt, halt den jetzt auch weggehauen. Was ist denn das hier, Leute? Ach so, genau. So möchte ich das. Jawohl. Und ich hoffe, die Achterbahn funktioniert irgendwann auch. So, hier vom Ausgang direkt zu den Fressbuden und zu den... Ach nee, da müssen wir noch Klos hinbauen, merke ich gerade. Wenn die dann alle rauskommen und sich die Seele aus dem Leib brechen möchten, dann muss hier doch ein Klo sein. Und zwar baue ich das mal intelligenterweise genau hier auf. Relativ am Ausgang.